komm. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir preisen dich.
Jesus.
möchtest du ihn so dieser Satz, diese Glauben mit nach Hause nehmen? Ja, wenn ich nach Hause gehe, möchte ich, dass du gerade so nah bist bei mir wie heute Abend. Gerade so nah bist wie heute Abend. Ganz, ganz, ganz nah. Für dieses Jahr, wie kommen? Für die nächste Jahr, wie kommen? Herr, ich brauche dich und die Zeit, wie kommt? Ich möchte nicht selbstständig sein. Ich möchte abhängig sein von dir. Nur von dir. Ganz nah bei dir. Weil du wirst eine gute Zeit haben, die auf dich zukommt. Amen. Dankeschön. So, habt ihr einen schönen Tag gehabt? Ich habe gehört, dass es morgen noch schöner wird werden. Und dann geht es so weiter bis Weihnachten, dann wird es besser. Oh, ich freue mich so, dass es in Deutschland regnet. Oh. Im Norden. Im Norden ist nach Frankfurt. Ich muss sagen, ich komme schon viele, viele Jahre, über 20 Jahre nach Pertisau. Und wir sind immer, so meistens immer die zweite, letzte Woche von Oktober gekommen. Und wir haben öfters sehr schönes Wetter gehabt. Wir sind dieses Jahr ein bisschen später, aber ich kann sagen, wir haben öfters so mittags bis 20, 22 Grad gehabt. Sind wir spazieren gegangen, so mit kurzem T-Shirt an. Und am Abend, damit die Sonne runtergegangen ist, am 7 war schon 0 Grad. Aber dann Sonne ohne schönes Wetter. Und ich muss sagen, das ist Wetter, was ich mag. Dieses Düstern, dieses Neblige, dieses Regen, das ist nicht so schön. Das ist, wir haben immer hier ganz, ganz viel schönes Wetter gehabt. Und wir haben einmal eine Freizeit, ein bisschen später, glaube ich. Und ich weiß es noch, da hat es richtig so 3-4 Tage Schneesturm gehabt. Und Pertisau ist bekannt für Schnee. Und die Laterne auf der Straße sind nur noch so weit rausgekommen. Und die haben dann so Wege gemacht mit Pflüge. Und da bist du so in einer Mauer auf beide Seiten. Da war diese Mauer da und hast nichts gesehen. Gerade die Laternen sind rausgegangen. Und einmal war ich in der Schweiz, in La Chaux-de-Fonds. Ich weiß nicht, vielleicht die Schweizer kennen es. Das ist, man sagt, das ist die höchste Stadt von Europa. Und da ist auch so Schneeloch, sagen die. Und da bin ich 3 Tage vom Parkplatz gewesen, habe dort gedient, der Gemeinde. Und da sind 2 Meter Schnee gefallen. Und das Problem, ich habe mein Auto nicht mehr gefunden. Und ich musste warten, bis so ein Traktor kommt und hat es frei gemacht. Und es war 2 Meter, es war alles zu. Und ja, dieses Wetter schon ein bisschen besser schon so. Geh mal vor, du kannst schon im ersten Stock dann Hund in den Schnee schmeißen. geh gassieren. So, unter. So. Heute Abend, so kann ich das sagen, vielleicht, ob das richtige Wort ist. Ich würde gerne, oder die meisten von euch, würde gerne, wenn wir beten, dass wir auf andere Ebene fliegen. Stimmt das? Dieses schon jahrelang auf dieser eine Ebene, wie wir kennen, so diese andere Ebene, wo, wow. Wer hat denn von euch schon mal geträumt, dass er fliegt? Wow. Das ist prophetischer Geist, wisst ihr das? Dieses Sehnsucht nach von dieser Erde verlassen und fliegen. Verstehst du? Manchmal die Anziehungskraft der Erde ist manchmal, ach, es macht einen müde. Und manchmal denkt man, oh, wenn man nicht immer laufen müsste, wenn ich fliegen könnte. Und heute Abend habe ich so auf dem Herzen dieses, wie können wir beten und gleichzeitig auf andere Ebene fliegen? Oder was verhindert uns, dass wir da oben fliegen? Vor einer Zeit, wie ich eine Gebetsarmee gelehrt habe, hatte ich eine Vision. Gott zeigte mir eine Vision und hat mir eine Frage gestellt. Ab und zu tut man Gott Frage stellen.
Und die Vision war die, ich sah eine Kirche, eine Gemeinde, ein Gebäude und es war ein großes Schild vorne dran. Und da ist drauf gestanden, wie die Gemeinde so vorne so eine Tafel hat und sich vorstellen, ist drauf gestanden, ganz groß, hier beten wir nicht für deine Probleme. Hier haben wir kein Interesse an deine Probleme. Hier haben wir nicht Zeit, um dir zuzuhören. Ein ganzes so Ding runter. Hier beten wir nur für das, was Gott uns zeigt und für die Erweckung. Großes Schild gestanden. Und der Herr fragt mich, Piero, was denkst du, wie viele Leute kommen in so eine Gemeinde rein? Und diese Frage möchte ich euch stellen. Stell dir mal vor, es würde eine Gemeinde geben, deine Stadt, wo das draufsteht, ganz klar, wir beten nicht für deine Probleme, deine Probleme interessieren uns nicht, wir hören dir gar nicht zu und diese Dinge, sondern steht drauf, wir beten nur für Erweckung von diesem Land, und wir beten nur das, was Gott uns zeigt. Wie? Denkst du? Oder das Gegenteil? Oder das Gegenteil. Jetzt überlegt er schon mal, es wird da draufstehen. Der erste Reflex ist, ah, da wird niemand kommen. Und der zweite Reflex wäre, was würde es sein, wenn es so eine Gemeinde gäbe würde? Würde die Gegenwart Gottes da sein? Würde Engel da sein? Würde die Herrlichkeit Gottes da sein? So. Stell dir mal vor, es würde so eine Gemeinde tatsächlich geben. Was würde anders sein wie eine andere Gemeinde? Würde die Leute streiten miteinander? Die Bibel sagt, die Herrlichkeit macht uns eins. Nicht die Bibel, nicht die Religion, nicht die Lehre. Die Herrlichkeit Gottes macht uns eins. Jetzt eine Frage, die Leute immer vor, es wird in ihrer großen Stadt so 20 Gemeinden geben, eine so Gemeinde. Die Leute, die in die Gemeinde hingehen, sagen, ich gehe jetzt trotzdem in so eine Gemeinde rein. Eine Frage, wird es deine Leute schlechter gehen wie in andere Gemeinde? Die Bibel sagt, trachte nach dem Reich des Herrn und Gott wird uns alles geben. Stell dir mal vor, die Leute würden alles haben, sie würden die Herrlichkeit haben, sie würden Gegenwart Gottes haben, sie würden Engel haben, sie würden alles haben. Warum haben wir keine so Gemeinde? Als ich diese Vision bekommen habe, habe ich am Abend darüber gelehrt in der Gebetsarmee. Und viele Leute haben das kapiert, plötzlich gesagt, wow, das ist es, man müsste so Gemeinde haben, wo wir nur beten für Erweckung, nur für Reich Gottes. Alles andere interessiert uns gar nicht. Und ich glaube, die meisten Leute haben gesagt, ich glaube, im Grunde genommen würde vielleicht von einer so Gemeinde einige Leute rausgehen, die wie Bremse, die wie gepolt sind, so an, ich werde, aber es werden viele andere kommen. Und die, wie vielleicht gepolt sind mit ich, plötzlich wird vielleicht der Heilige Geist etwas machen, klick, wird nicht mehr ich sein, sondern du. Und es hat mich persönlich total fasziniert. Warum gibt es keine Gemeinde? Und dann zwei Wochen später war ich eingeladen in Deutschland, in einer tollen Gemeinde, richtig zu predigen. Und der Herr sagt, traust du dich, Piero, es nochmal zu erzählen? Ja, ich bin nicht abhängig von Einladungen von Gemeinde, sondern dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich probiere es. Dann habe ich es nochmal erzählt. Und plötzlich merkte ich diese, ganz besonders bei den Pastoren, so eine Gemeinde, wie 6, 7 Pastoren hat, und bitte leider alles möglich, so wie so fast die Nägel rauswachsen. Der macht unser ganzes Konzept kaputt. Ich habe es gespürt, verstehst du? Der macht unser ganzes Konzept. Wir sind so toll organisiert. Jeder Christ wird hier verwöhnt. Wir haben Zeit für jeden. Und ich muss sagen, das ist eine gute Gemeinde. Und sie haben, glaube ich, 7 oder 8 Pastoren. Und die bekümmern sich intensiv für alle Leute. Du kannst dort anrufen, wann du willst. Ich habe einen Termin für dich, für deine Familie. Und ich kenne den Pastor ganz persönlich. Der ist so dieses Papaherz. Oh, erzähl mal was. Geht das so schlecht, Bruder?
Schwester, du hast so riesige Probleme. Darf ich für dich beten? Ja. Haben deine Kinder auch Probleme? Oh ja, ich bete auch für die Kinder. Wie geht's mit den Nachbarn? Oh ja, wir beten für die Nachbarn noch. Wow, toller Pastor. Und die Leute gehen so gern hin, der hat immer Zeit für dich. Sag mal ganz ehrlich, kennst du so Gemeinde? Schön, das ist doch schön, was Leute haben, immer Zeit haben für dich. Ist sie nicht für die Pierrot. Und immer Zeit für dich, und immer ein Ohr für dich. Aber wie viele Jahre gibt es schon so Gemeinde? 2000 Jahre? Verstehst du? Ganz strukturiert, manchmal fühlt sich wohl in der Gemeinde, ist alles gemacht heutzutage. Man kann ganz viel erzählen, ist alles durchstrukturiert, durchorganisiert. Aber wenn die beten, möchte ich sagen, das ist die Höhe von der Klagemauer. Verstehst du? Die wollen gar nicht unbedingt Erweckung, weil Erweckung bedeutet Chaos. Verstehst du? Erweckung bedeutet Chaos. Ich war in der Schweiz, habe Gottesdienst gemacht, die Gegenwart Gottes kam. Und plötzlich ist ein junger Mann, was sind vielleicht 25, umgefallen. Und ich fing an zu beten und da fing er richtig zu manifestieren und ich schreie und die Dämonen haben geschrien, die Dämonen sind rausgefahren. Und da war eine Lehrerin da, eine Reli-Lehrerin. Eine Gläubige. Und die hatten gerade zufälligerweise diesen Abend von ihrer Religionsklasse, glaube ich, 10, 12 Teenie mitgenommen, zwischen 16 und 18. Und die haben das gesehen. Und ruft mich der andere Morgen an, entsetzt. Pastor Fei, ich habe eine gläubige Lehrerin. Ich habe das erste Mal Kinder mitgenommen, in den Gottesdienst, Kinder zwischen 14, 16, 17 Jahren mitgenommen. Wie können sie so etwas machen? Die sind alle geschockt, die wollen niemals mehr hingehen. Verstehst du? Ich sage, ja, warum sind sie geschockt? Kennen die Bibel nicht? Wenn sie ins Kino gehen, sehen sie 10-mal schlimmere Sachen. Das sagt kein Mensch etwas. Weißt du, dieser humanistische Geist, um alles lieb und nett müssen sein, wenn Erweckung ist. Stell dir mal vor, was würde jetzt so ganz liebesvoller, humanistischer, liebesvoller Pastor sagen, wenn er jetzt in der Erweckung gestanden wäre, vor 2 Jahren kommt Ananias und Sapphira rein und sie fallen tot um, weil sie den Heiligen Geist angelogen haben. Passt das in ein Konzept rein, wie wir heute haben? Nein, heute muss alles ganz, ganz lieb und fromm sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, Herr, ich habe eine Sehnsucht, dass wir höher fliegen. Dieses Gemeindetutlerei, dieses, eine Frau kommt letztes Mal zu mir vor kurzer Zeit und sagt, meine Seelsorgerin ist die und da, eine berühmte Name von einer Frau. Und ich weiß, die Frau macht gute Seelsorger, die macht da Befreiungsdienst. Sagt, ja, das ist meine Seelsorgerin, der erzähle ich alles und ich gehe regelmäßig hin. Und sage ich, wie lange machst du schon? Schon 22 Jahre. Schon 22 Jahre, verstehst du, ist die in der Seelsorge. Was hat das mit Erweckung zu tun? Ich bin manchmal zu rabiat, ich weiß es. Als ich die Gemeinde angefangen habe, habe ich etwas gespürt. Manchmal habe ich so das Gespür, ich komme nicht vom religiösen Kreis raus, dann hat man manchmal noch ein bisschen so diese Sensibilität, wie nicht religiös eingefärbt ist. Und da war ein junger Mann in der Gemeinde drin, der war 24 Jahre Uwe. War ganz frisch gläubig. Die Gemeinde war klein, vielleicht mal am Anfang so 20, 25 Leute. Und jeder Gottesdienst, wie ich Amen gesagt habe, und gesagt, wer Gebet braucht, war immer als Erster nach vorne. Immer. Und er hat ein riesiges Problem gehabt. Kann ich euch erzählen, das Problem? Ja, er hatte Fußpilz gehabt. Ich habe kaum Amen gesagt, ist der Uwe vorgerannt, Strumpfe weg und Fußpilz, kannst du beten? Natürlich kann Gott an Fußpilze stören. Und dann am 3. Sonntag oder 4. Sonntag waren 4 oder 5 neue Leute da. Weißt du, wenn du 20 bist, schon eine ganze Reihe mehr. Oh, da freut man sich. Und die waren aufmerksam, die waren da und haben zugehört, war total offen. Und ich sage, wer möchte Gebet haben? Wer war da vorne? Strumpf runter, der Uwe, mein Fuß. Piero, kannst du beten? Weißt du, was ich ihm gesagt habe? Schneide Fuß ab. Der Nächste.
Ich bin kein Pastor, verstehst du? Gut, er hat es nicht gemacht, auf der Fußpilz war weg. Spann eure Aufruf zum Gebet gibt, Achtung. Ich sage euch noch etwas. Ich habe mich bekehrt im Gefängnis. Ich kam raus und hatte 2 Millionen Schulden. 2 Millionen Euro. Und das vor über 30 Jahren. Was du gesehen hast, kannst du niemals zurückbezahlen. Du musst Offenbarungszeit machen und die Zinsen, du hörst niemals zurückbezahlen. Ich komme raus im Gefängnis, habe 2 Millionen Schulden, Finanzamt und viele andere Sachen noch und habe 5 Jahre auf Bewährung, muss hingehen, muss stempeln. Und dann sagt Gott, Piero, gründe deine Gemeinde. Geld, du möchtest gern so Pastor haben wahrscheinlich. Total idealer Fall, so Pastor zu werden. Ich habe gehört und ich habe angefangen eine Gemeinde. Und die ersten Leute, die wir gehabt haben, ich weiß noch, wir haben in einem Gottesdienst, waren vielleicht 30 Leute, waren 5 Ex-Prostituierte da. 2 Zuhälter, Drogenabhängige, alles Mögliche. Aber wir haben tolle Gottesdienste gehabt. Und es war eine ganz volle Zeit. Und ich hatte diese Schulden, ich hatte die Bewährung, ich hatte alles auf mich zu. Weil ich habe damit Gott ein Geschäft ausgemacht. Ich sage, Gott, ich verspreche dir etwas. Ich werde nie beten für meine Schulden, für meine Bewährung, für diese Sache. Interessiert mich gar nicht. Du hast gesagt, ich soll eine Gemeinde auf, mache ich meine Gemeinde auf. Und ich fing an zu predigen und zu evangelisieren und für Leute zu beten und alles Mögliche. 2 Jahre vorher war ich noch im Knast. Keine Theologie studiert, keine Bibelschule gemacht, gar nichts. Hatte eine Ding von Problemen, könnte ich nicht vorstellen. Wenn der Gerichtsvollzieher kommt, dann hast du so viel Schuld und alles Mögliche, verstehst du? Und alle Leute wissen, ob du wohnst, du kommst vom Knast raus, alles Mögliche. Und du bist Pastor. Und weißt du was, ich habe nie gebetet. Nicht meine Probleme. Ich musste hingehen, nach Straßburg musste immer stempeln, der Polizei, und die haben mich mal gefragt. Aber es hat mich null interessiert. Ich habe Reich Gottes gebaut. Ich habe gesagt, Gott, ich werde mich nie drum bekümmern, um gar nichts. Und dann habe ich eine Arbeit gefunden, habe gearbeitet. Die Gemeinde ist gewachsen und hat der Herr gesagt, jetzt ist Zeit, vollzeitlich zu sein. Aber die Gemeinde war nicht groß genug, kein Geld gehabt, um mich zu bezahlen. Habe ich auch niemand gesagt, habe ich gekündigt. War nicht mein Problem, keine Einnahme, viele Schulden, habe Miete zu bezahlen. Das war mein Leben. Ich habe den Schlüssel zurückgegeben vom Auto, gehe nach Hause, habe es meiner Frau gesagt. Sie sagt, es ist okay. Der andere Morgen klingelt es draußen vor der Tür, war ein Ehepaar von der Gemeinde. Und die kamen, das sind Leute, die früher im Familie waren. Ich habe niemand etwas gesagt von meiner Situation. Klingelt es und sagt, du, sie waren ganz aufgeregt, Piero, Gott, er hat im Gebet heute Morgen gesprochen, wir sollen dir unser Auto schenken. Auto und Schlüssel. Okay, danke Herr. Hab nicht gebetet für ein Auto. Gott hat es gegeben. Und so war mein Leben. Ich habe nie gebetet für Finanzen. Wir hatten kein Geld, wir hatten nichts. Es gab eine Frau, die war von Norddeutschland, die hat jeden Monat 500 Mark uns geschickt. 500 Mark. Ich habe die Frau nie kennengelernt. Und so haben wir Geld bekommen von Leuten im Briefkasten, ohne Name, ohne gar nichts. Und die hat jeden Monat 500 Mark geschickt. Und nach 1,5 Jahren war die Gemeinde groß genug und die Älteste haben gesagt, Piero, die Gemeinde ist groß genug, wir fangen an, dir ein Gehalt zu geben. Und so gibt er mir dann ein Gehalt als Pastor. Und im Moment, wie ich das Gehalt bekommen habe, die Frau niemals mehr Geld geschickt. Es war abgeschnitten, die hat nichts gewusst davon. Aber Gott hat ihr gesagt. Und ich habe mein Leben so geführt, ich habe mich nicht bekümmert um mich, um meine Probleme. Weil ich wusste, ich wollte schnell durchstarten. Verstehst du? Ich wollte schnell durchstarten. Und ich habe das erlebt, dass wir von der Situation, vorher haben wir ein Kind gehabt, das im Gefängnis rauskam, da haben wir noch 3 Kinder dazu bekommen. Er denkt nicht, dass ich es gemacht habe mit dem Kindergeld. Ich war so dumm, wie ich in Deutschland war. Ich habe immer gedacht, Ausländer bekommen kein Kindergeld. Wir haben keins gefragt. Erst ein paar Jahre später. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass du als Ausländer auch Kindergeld bekommst und keinen Antrag gestellt.
Es war unser Leben. Dann haben wir Kinder bekommen und haben ein Haus bekommen, gemietet. Haus 160 Quadratmeter. Und dann war es so kurz so November, da habe ich gemerkt, dass plötzlich die Heizung, der Kessel auf Null war. Wir hatten kein Geld, um es zu füllen. Weißt du, wenn du kleine Kinder hast und ich mag auch Wärme. Und dann wird dieser Gedanke, müssen wir beten? Nein, ich bete nicht, es ist Gottes Sache. Und weißt du was, wir haben ein Jahr lang voll durchgeheizt und ist immer auf Null geblieben. Und wir brauchen normalerweise im Jahr 4.000 bis 5.000 Liter. Das ist diese Ebene da oben. Und das gibt es. Das kann man nicht nur in Büchern lesen, sondern das ist eine Verheißung Gottes. Trachtet zuerst am Reich des Herrn und Gott wird dir alles andere geben. Was ist denn unser Problem? Was gibt uns, dass wir nach oben fliegen können? Und was ist schuld, dass wir immer auf dem Boden laufen und das nicht nach unten zieht? Dass uns was nach unten zieht, ist immer unser Ich. Ich, mich, meine Ängste, meine Sorge, mich, das zieht uns total auf die Realität und Gott ist auch mit uns und die Pastore auf der Erde. Mich. Was zieht uns nach oben? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Herr, ich will Erweckung, ich will sehen, dass ganze Länder kommen, ich möchte einfach dein Reich bauen. Was zieht uns nach oben? Anbetung. Nicht, oh, hoffentlich singt jetzt die Gisela mein Lieblingslied, das habe ich so gern. Oh, ist das schön, ich kann gerade weinen, man singt es so schön, obwohl sie falsch singt manchmal. Oh. Ich wollte nur für deinen Kreislauf wieder ein bisschen hochmachen. Ich habe gehofft, dass sie alle sagen, oh nein, aber vielleicht bestätigt sie das. Okay, ich wechsle Thema. Aber Anbetung, wisst ihr, was das Geheimnis der Anbetung ist? Du gehst von dir weg und du betest ihn an. Gott lebt im Lobpreis seines Volkes. Aber Anbetung ist nicht, dich von der Musik berieseln lassen. Ich habe manchmal schon einen dicken Hals bekommen am Sonntag in der Gemeinde, wenn Leute da sind, am zweiten Lied, sitzen sie sich hin, wie so, und da sind Badetücher und liegen da am Stuhl, so, und möchte Soaking machen. Der Himmel ist noch gar nicht offen, wollen sie schon Soaking machen. Bete doch Gott an. Geht doch von dir weg. Weißt du, wenn am zweiten Lied schon da drin hängst, so, oh Herr, segne mich, es geht mir so schlecht. Die Menschen sind so böse, niemand liebt mich. Glaubst du, dass der Himmel aufgeht? Anbetung, was ist Anbetung? Du gehst von dir weg, von deinen Problemen. Ich liebe das, wenn Paulus im Gefängnis ist, an Ketten, es geht ihm furchtbar schlecht, fängt an, Lobpreislieder zu singen. Das ist die Fähigkeit, von dir wegzugehen zu ihm. Und da geschehen das Übernatürliche, da geschehen die Wunder. Anbetung ist nicht gemacht, dass du dich gut fühlst. Anbetung ist gemacht, um von dir wegzugehen, zu diesem großen Gott zu gehen. Das ist Anbetung. Das ist Weggehen von dir. Und ich wünsche mir diese Gemeinschaft, wo Leute anbeten, verstehst du? Wo sie sich total vergessen, es interessiert sie gar nicht mehr, wer ich bin und wo, sondern ich bete mein Gott an, mein Gott ist hier. Das ist Anbetung. Das ist Weggehen von dir selbst. Wir müssen wieder lernen, die Leute, geh weg von dir selbst, geh zu Gott, geh zu ihm. Und du wirst anfangen, auf andere Ebene zu sein. Das Wort Pastor bedeutet Hirte der Seele. So dass ein Pastor bekümmert sich um deine Seele. Manchmal tue ich ein bisschen zu über die Stränge machen. Und manchmal spiele ich Pastor. Ich habe da eine Freizeit gemacht für französische Schweizer irgendwo. Und da wollte ich Pastor spielen, aber ich wusste nicht, wie es geht. Da bin ich morgens so am Frühstück an der Tische vorbeigegangen. Wie geht's der Schwester? War schon auf der Toilette, ist gegangen, hat's geklappt. Die eine hat sich gefreut, gesagt, noch nie hat ein Pastor gefragt, ob es mir da gut geht im Bau. Verstehst du, ich möchte nicht auf dieser Ebene sein. Ich habe in Karlsruhe
Einmal war ich junger Pastor, war ich eingeladen zum Predigen. Und ich habe den Fehler gemacht, ich komme so 10 Minuten vom Gottesdienst schon in den Raum rein. Und eine Frau von dort, wie mich irgendwo schon gekannt hat, ist gerannt, rannt auf mich zu. Und sie fängt meine 2 Hände so, sodass ich nicht weglaufe. Und dann fing sie an zu reden, aber es war so schlimm, dass sie nicht mehr reden konnte. Herzstoß so gehabt hat. Und sie fing an zu weinen. Und ich habe meine Hand nicht losbekommen. So blub, 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 blub. So warme Tropfen auf die Dinge. So. Ich konnte sie nicht wegstoßen. Ich probiert, aber ich habe es richtig festgehalten. Ich weiß nicht, 2 Gläser sind bestimmt draufgegangen. Dann habe ich sie probiert, sie zu beruhigen. Ich sage, was ist denn passiert? Ihr Hund ist überfahren worden. Vielleicht hat sie erwartet, dass sie sagt, er ist im Himmel, aber ich konnte es nicht sagen. Und manchmal lebt man so Sachen, denke ich, wow, verstehst du? Ein Prediger. Weißt du, ich habe dann vor 20, 30 Jahren waren die Prediger ein bisschen nicht so humanistisch. Sie waren ein bisschen so. Eine Frau ist im Gottesdienst Sonntagmorgen und der Prediger predigt über Weckung. Und eine Frau, von Mitte von der Predigt steht sie auf und er sagt, warum stehst du auf, warum gehst du raus? Sagt, ich muss heimgehen, ich habe den Braten im Backofen und habe ihn eingestellt. Und er sagt, gib ihn als Brandopfer dem Herrn. Ich war mit Bruder Sadatschuk vor 25 Jahren in Albanien. Er war Jungpastor und ich habe viel gelernt bei ihm. Er ist, glaube ich, zurzeit, glaube ich, 87 Jahre, predigt immer noch, hat wieder geheiratet mit 86. Ich habe ihn gefragt, ob er noch Kinder will, aber. Vielleicht hätte er gesagt, wollen schon, aber. Da war meine Stadt, die heißt Pukrates. Und in Albanien kann es im Sommer sehr, sehr heiß werden. Und es war so um die 40 Grad. Und da war richtig die Gemeinde, vielleicht von der Größe wie hier, 250 Leute, überfüllt. Und so ein leichtes Blechdach drüber. Ich bin schon nach 10 Minuten raus, bin im Hof gestanden, habe zugehört. Und dann hat er gepredigt 1,5 Stunden. 90 Minuten, nonstop, 40 Grad. Und dann habe ich die erste Leute schon umgekippt und rausgegangen. Und da sind 2 junge Älteste, die mutig waren, hingegangen und gesagt, Bruder Sadatschuk, es ist so, komm raus. Und hat die Predigt unterbrochen, ist rausgegangen. Was ist los? Ich sagte, es ist so heiß, den Leuten geht schlecht. Ich sagte, in der Hölle ist viel heißer. Und dann ist er reingegangen und hat noch 1/2 Stunde weiter gepredigt. Das waren nur Männer. Heutzutage geht es um Programme des Wohlfühlens. Vor ein paar Tagen hat meine Frau erzählt, hat die Gemeinde verlassen, weil plötzlich kam ein neuer Pastor und dann war das Wichtigste in der Gemeinde, dass die Leute sich wohlfühlen, auch die Ungläubigen sich wohlfühlen. Man hat das Evangelium so verdünnt, verstehst du? Das Wohlfühlen ist so wichtig. Ich kann nur sagen, die Leute werden sich in der Höhle nicht wohlfühlen. Und wenn Verdammnis kommt, wenn sie im Todesbett sind, dann ist es so spät. Mein Nachbar vis-à-vis ist vor 3 oder 4 Jahren gestorben. War 80, hat Krebs gehabt. Und es war nicht so gut Kirsche essen mit ihm. Und dann ist seine Frau, hat meine Frau getroffen auf der Straße, ich glaube eine Woche, 2 nachher, und ist in die Arme gefallen und hat ich zusammengebrochen, hat nur noch geweint. Hat meine Frau gesagt, ja, es ist doch 83, 84 und Krebs. Und sagte, das war nicht so schlimm. Sagte, er ist nicht gestorben. Der Teufel hat ihn geholt. Er hat geschrien wie am Pies stundenlang. Er hat die Dämonen gesehen. Verstehst du? Das ist des Humanismus. Verstehst du?
Es ist Zeit, dass wir vom Humanismus weggehen. Es gehen alle Tag so viele Leute in die Hölle. Und wir haben ein Programm Wohlfühlende Gemeinde. Verstehst du? Es geht nicht um Wohlfühlen, sondern es geht um Gott. Und wir müssen lernen, wieder von diesem Ich, von diesem Wohlfühlen, dieses Wohlfühl auf Erde, müssen wir weggehen, wir müssen höher fliegen. Ich mag dieses Christsein nicht so, zufrieden sein mit allem, mit allem, was wir haben. Wir haben eine tolle Pastor, eine tolle Gemeinde, wir haben eine tolle Organisation, wir haben tolle Seelsorger, wir haben ein tolles Programm, wir haben tolle das. Nein, ich will nicht alles toll haben. Es geht ums Reich Gottes. Es geht um Erweckung. Es geht um Kampf. Und ich kann auch sagen, wenn es um Kampf geht, wenn es um Krieg geht, werden wir es erleben, wie geistliche Anfechtungen da sind. Wie Hexerei uns Angriffe wird, wie viele Sachen passieren. Aber weißt du was? Ohne Krieg wird es keinen Sieg geben. Und wir werden im geistlichen Krieg drinstehen. Und Gott braucht eine prophetische Gebetsarmee. Er braucht nicht Leute, die sich wohlfühlen, wie geliebt sind, wie nett sind, bekümmert sich drum. Es sind nett, aber es ist ein Programm für Babys. Weißt du, und wenn der Krieg kommt oder wenn ein Wolf kommt, werden Babys nichts machen. Sondern Leute, die diese Autorität haben, die gelernt haben, in ihrem Leben auf andere Ebenen zu fliegen. Wenn du auf andere Ebene fliegen willst, musst du wissen, das, was dich am meisten bremst, ist dein Ich. Es geht um dich. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie du diese Tests bestehen würdest. Stell dir mal vor, ich sage, du willst den Test probieren. Du nimmst dir einen Tag Zeit, wo du sagst, Herr, ich werde jetzt eine Stunde oder zwei Stunden im Gebet bleiben. Im Gebet. Und ich würde gern, dass du dich testest, wie viel meinem Gebet wieder ist, es auf dich kommt. Herr, mich. Wir merken es gar nicht. Aber wir sind so gepolt, unser Fleisch ist so gepolt auf mich. Unser Geist ist gepolt nach zum Herrn. Deine Seele, dein Fleisch wird immer auf mich. Der Geist wird immer zum Herrn gehen. Und wir haben alle Fleisch. Und wir sind alle menschlich. Aber wir müssen es überwinden, wir müssen rauskommen davon. Dieses Rausgehen. Und wenn du rausgehst von deinem Fleisch, dann bist du nicht mehr im Natürlichen, sondern du bist im Übernatürlichen. Und wenn du im Natürlichen bist, hast du Sicherheit, weil alle sind ja im Natürlichen. Wenn du rausgehst vom Natürlichen, gehst du ins Übernatürliche und das ist wie vom Wasser laufen. Niemand will vom Wasser laufen, du hast ganz klar, du gehst unter. Aber das Übernatürliche ist es wie vom Wasser laufen. Am Anfang ist das ganz schwierig, aber man kann lernen, Jesus ist vom Wasser gelaufen. Und das ist so die Schwierigste von dir weggehen. Dieses Herr zu dir, was ist dein Wille? Einmal mein Ich in den Hintergrund machen. Und dann kommst du auf andere Ebene. Ich möchte heute Abend über diese Ebene ein bisschen sprechen. Vielleicht, wenn ich darüber spreche, gibt es einige Leute, die es Klick machen, die sagen, ey, ich habe Sehnsucht danach. Meine Frau und ich, zwei, drei Jahre, hatte ich so im Gebet, empfange Piero, gehe nach Südfrankreich in eine Stadt, ich brauche dich dort. Und ich liebe Südfrankreich. Es ist eine schöne Gegend und ein blauer Himmel und Zigala und das Klima und das Essen ist alles fantastisch in der Provence drin. Aber ich dachte, Gott ruft mich zum Predigen. Und dann habe ich viele Leiter, die ich kenne, angerufen, kennst du in dieser Stadt einen Pastor, eine Gemeinde oder jemand, wie du kennst, wo ich hin kann gehen. Und keine Tür ist aufgegangen und der Herr hat gesagt, ich habe nicht gefragt, dass du predigst, ich möchte, dass du in die Stadt gehst. Gut, dann haben wir gesagt, okay, gehen wir in diese Stadt. Wir haben jetzt auf dem Campingplatz so ein kleines Ding gemietet und sind da, gesagt, wir machen dort Urlaub. Und ich glaube, der zweite, dritte Tag hat Gott gesagt, geht in die Stadt, es geht so in die Berge hoch, geht die Stadt nach oben. Und da sind wir hochgelaufen in diese Stadt und plötzlich merke ich, dass in einer Straße so ganz stark die Gegenwart Gottes war. Etwas, man spürte die Salbung da. Ich bin eine ganze Weile geblieben. Meine Frau guckte mich auch an und sagt, boah, es ist etwas da. Ich bin eine ganze Weile geblieben. Sind wir heimgegangen. Der andere Tag sagt der Herr, geht nochmal hin. Sind wir nochmal hingegangen. Und es war immer noch so die Gegenwart Gottes. Und ich wusste auch, hier ist ein Engel. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, nimm Kontakt auf. Und ich sagte, darf ich das? Darf ich Kontakt mit Engel aufnehmen? Und er sagte, ja, ruf sie vom Norden, vom Süden, ruf sie auf her. Und ich rufte sie ins Kampf. Es wurde immer stärker und ich spürte, wie ganz viele Engel in dieser Straße waren. Und plötzlich sah ich einen großen, das war so der Chefengel. Und er stand da
Und der Herr sagt mir, ich erlaube dir, mit ihm zu reden. Er möchte auch mit dir reden. Und ich sagte, warum soll ich mit ihm reden? Er sagt, weil er hat etwas, was du nicht hast. Und er braucht dich. Und ich sagte, fing an mit dem Engel zu reden. Und er sagt mir, Piero, ich bin der Engel von dieser Stadt. Und ich habe die Pläne Gottes für die Erweckung. Ich habe sie bekommen von Gott. Ich bin der Engel. So, es gibt in jeder Stadt den Engel der Stadt. Für die, die es nicht wissen, lest mal die Offenbarung. In wem sind denn die Sendschreiben geschrieben worden? In die Älteste der Gemeinde? Nein, in die Engel der Gemeinde. Und ich fragte, und er sagte, weißt du, Piero, jeder, ein Engel hat die Pläne der Stadt. Und es gibt in jeder Stadt auch einen Herrscher, einen dämonischen Macht, einen Gegenspieler. Aber ich habe dann mit diesem Engel kommuniziert und gesagt, ich habe die Pläne der Stadt, was Gott vorhat, die Pläne der Erweckung für diese Stadt. Und wir können aber nichts machen, wir haben nur die Pläne. Wir können nichts machen, wenn ihr nicht betet. Wenn ihr anfangt zu beten, die Pläne, dann werden wir die Pläne umsetzen. Und ich habe etwas kapiert, Gott hat es erklärt, dass die Engel, die kennen viel mehr, die haben viel mehr Wissen wie wir. Aber sie können nichts machen, solange wir nicht beten. Solange wir in Gemeinde sitzen und der Schwerpunkt ist Seelsorge und schöne Predigte und Streichleinheiten, sind die arbeitslos da oben. Wenn es um ich geht und ich geht. Engel haben die Pläne der Erweckung der Städte drin. Und Engel sind bereit, loszugehen, zu kämpfen, den Krieg zu gehen, wenn wir beten. Kennt ihr die Geschichte von Daniel? Und der Engel sagt zu ihm, im Moment, wo du anfangen hast zu beten, in dem Moment hat es Gott gehört und wir sind losgegangen. Wir haben Kämpfe gehabt, bis es gekommen ist, aber wir sind losgegangen. Und ich weiß etwas, seit diesem Tag weiß ich, dass die Gebetsarmee und prophetische Beter werden sich immer mit Engeln zusammen machen. Das ist eine Ebene. Und so heißt es, wenn du von dir weggehst und fängst an, Reich Gottes zu bauen, dann kann dein Geist auf die Ebene gehen, wo es Engel gibt. Und dann plötzlich ist eine Einheit zwischen Engel und Beter und sie betet für Sachen und der Heilige Geist hilft uns und wir werden Sachen einnehmen. Wir haben jahrelang gebetet vor der Klagemauer und der Engel kam nicht an die Klagemauer runter, weil du hast für dich gebetet, weil es dir schlecht gegangen ist. Kannst du dir das vorstellen, dass du betest und kommst auf diese Ebene der Engel? Ich weiß, wenn ich so öfters das Seminar mache, vor ein paar Tagen, nach ein paar Tagen öfters fangen wir an, vielleicht merkt ihr es gar nicht, aber immer ein Stück höher zu fliegen. Gott gibt uns Erkenntnis, wir müssen immer so ein Stück höher fliegen. Und plötzlich weiß ich, wir kommen jetzt in die Ebene, wo mehr und mehr Engel da sind und wo Menschen Kontakt haben mit Engeln. Ich war in Israel, habe prophetische Schule gemacht. Und der Herr sagte mir, wir waren gerade auf diesem Moment, wie wir hochgehen, und er sagte mir, Herr Piero, sag Ihnen, dass jetzt Engel in der Raumwelt kommen und werden nicht allein im Geist da sein, sondern sie werden Menschen berühren. Und der Raum hat sich gefüllt mit Engel und die Engel fingen an, Leute zu berühren auf ihre Schulter, auf ihrem Haupt drauf und fingen an, die Menschen im Raum total zu berühren. Und viele Leute haben das erste Mal in ihrem Leben gespürt, dass Engel sie körperlich berühren. Auch ganz sanftes Gesicht berühren, andere Sachen. Es war eine ganz tolle Gegenwart. Und der Herr sagt mir, Piero, sie berühre euch nicht allein heute Abend, sondern viele von diesen Engeln werden mit euch gehen, wenn er zurückgeht nach Deutschland oder in die Schweiz. Zwei Tage vorher sind wir als Gruppe weggeflogen, wieder zurückgeflogen. Und manchmal so Sachen durch den Stress vergisst man total. Und dann weiß ich nur, waren wir im Flugzeug alle gesessen, waren ungefähr in diesem Flugzeug 80 Leute, waren von unserer Gruppe, sind wir im Flugzeug. Und dann steht ein Mädchen von uns auf und sagt ganz laut, vergiss nicht, die Engel sind mitgekommen. Und in dem Moment waren die Leute da und sie spürte, wie etwas sie berührt hat im Flugzeug. Die Engel waren im Flugzeug drin und haben Leute total berührt. Und viele waren im Flugzeug und fingen an, so weinen, weil sie gemütlich, diese Engel sind mitgegangen. Ich habe so einen Eindruck, so ein Ding, dass es eine geistliche Ebene gibt, wenn wir unser Ich vergessen. Und wir fangen an, zum Heiligen Geist uns führen zu lassen in diese Ebene, wo es nur noch um ihn geht, um Erweckung geht, um Länder geht, um Fürbitte geht, die plötzlich auf diese Ebene kommt, wo die Engel sind.
Wir haben das Wort Engel, möchte ich sagen, kaputt gemacht. Jeder Journalist, wie ein Foto macht vom Unfall, sagt, oh, da war ein Engel dabei. Wenn ein Auto so stört dich und die Leute sind nicht schimpfen, verletzt, sagt man sich, Engel. Wenn du auf den Friedhof gehst, über kleine Engel. Man erzählt, so von der katholischen Lehre hat man früher erzählt, wenn ein Kind stirbt, wird es ein Engel. Ein Kind wird niemals ein Engel, ein Kind ist ein Mensch. Ein Engel ist ein geistliches Wesen, wie da ist, um zu dienen. Und wir haben diese Worte ja verloren, was es ist. Und Engel sind geistliche Wesen, die sind da, um Männer und Frauen Gottes, wie im Wille Gottes sind, zu begleiten, zu helfen und zu kommunizieren. Auf dieser Ebene ist die Gemeinde Jesus noch nicht. Stimmt das? Die Engel sind ersetzt worden vom Seelsorger, von der Diakone, vom Pastor, von allem Möglichen. Aber das ist nicht das der Wille Gottes. Ich glaube, dass es normal ist, dass wenn du von dir wegkommst und du fängst an zu beten, dass Engel da sind, sie dienen dir. Jesus war 40 Tage in der Wüste und gefastet und dann am Ende steht geschrieben, dass Engel gekommen sind und haben ihm gedient. Und ich glaube, das ist so Sache, wo Engel kommen möchte und möchte uns dienen. Ich wünsche mir, dass Leute wie im Gebet sind und sie fangen an, ihr Ich total zu vergessen, auf eine Ebene kommen, wie es normal ist, Gemeinschaft oder Kontakt zu haben mit Engeln und von Engeln zu hören. Ist doch normal. Es hat noch nie kann irgendwo eine große Erweckung gegeben. Noch nie keine große Erweckung gegeben, wo es keinen Engel gab. In jeder Erweckung, wie geschehen ist, ist vor Erweckung immer eine Zeit gewesen, wo viele Engel Kontakt gehabt haben mit Menschen, wo sie diesen Kontakt gehabt haben. Und das ist ein Zeichen, wenn Erweckung kommt, dass Menschen, ganz normale Menschen, Engel Kontakt haben oder Botschaft von Engel bekommen. Oder Engel sehen oder Wunder erleben durch Engel. Heute, wenn man so Botschaft bringt in Gemeinde, darf man gar nicht mehr kommen predigen. Das ist so schwierig drin. Aber ich möchte etwas sagen. Es ist normal, dass Engel um dich rum sind, wenn du in die vollkommene Wille Gottes reingehst. Es ist normal. Unser Verstand will das nicht haben. Unser Verstand, unsere Sicherheit ist immer mich auf dem Boden und Gott hilft mir, Gott hilft mir. Das ist die unterste Stufe. Aber es gibt eine andere Stufe, du gehst weg von dir. Und du wirst sehen, wie Engel kommen werden. Glaubt ihr, dass diese Tage in Pertisau viel mehr Engel sind wie vor 14 Tagen? Ich glaube, man kann sogar entwickeln eine Sensibilität, wenn du spazieren gehst, dass du Engel spürst. Und ich bete und ich wünsche mir, dass die nächsten 2 Tage einige von euch beten, spazieren gehen, und sie werden Engel spüren oder vielleicht sogar berührt werden von Engel. Es ist etwas Normales. Ein Prophet, David Herzog, war bei uns. Und da wir unsere Gemeinde gerade wie gesagt von Mercedes hat, wie es manchmal ist, bei Männern ist, hat Auto für uns eine besondere Bedeutung. Und ich sagte, wow, Piero, er hat Mercedes da, kann man da das so hin? Sag ich, ja, der Parkplatz ist offen, man kann sogar sonntags, kann man sich anschauen. Und dann sind wir rübergegangen, haben uns ein schönes Auto angeschaut. Und dann lauft zwischen 2 Autos und plötzlich sagt er, Piero, spürst du, hier steht der Engel. Und ich war gerade in den Gedanken, ich gehe anders, ich bleibe stehen. Und wow, ich spürte tatsächlich, da ist ein Engel gestanden. Und öfters sind Engel um uns rum und wir merken es gar nicht. Weil wir öfters beschäftigt sind, weißt du mit was? Mit uns selbst. Und ich glaube, wir kommen in diese Zeit hinein, wo wir Reich Gottes bauen, wir beten werden und plötzlich kommen wir auf diese Ebene von Engeln. Und wir werden das ganz normal finden, dass wenn du betest, dass du plötzlich spürst, ist es jemand im Raum drin. Ist es jemand, der dich unterstützt? Oder du betest und du siehst, wie Engel weggehen in diese Richtung, wo du betest. Heute Morgen habe ich mit einer Frau gesprochen, von hier. Ich schätze sie, kennt sie und sie hat mir erzählt, vor einiger Zeit ist sie aufgewacht und hat ganz klar gehabt, sie soll von Neuseeland beten. Und sie fing an zu beten, danach von Neuseeland. Und sie sah, wie die Engel
weggegangen sind nach Neuseeland. Wow, sind weggegangen, sie hat es gesehen. Und sie hat ganz präzise Sarah gebetet. Und sie sagte, 3 Wochen später hat sie Zeitung gelesen. Es ist alles geschehen, was sie gebetet hat. Die Nachricht gekommen. Es ist eine normale Ebene. Wisst ihr? Es ist nicht unnormal. Das ist normal. Das ist Reich Gottes bauen. Und ich glaube, das ist so mein Wunsch, dass wir auf diese Ebene kommen. Dass wir auf diese Ebene kommen, wir uns treffen, wo es normal ist, dass wir Sarah beten, Engel werden freigesetzt und Engel machen das, diesen Kampf da oben. Wir haben keine Ahnung, dass da oben ein Kampf ist zurzeit. Zwischen dämonischen Mächten, die alles kontrollieren wollen, über diese Herrscher und über Engel, die da stehen und sie sind ja wie arbeitslos. Es gibt so 2, 3 Städte in Deutschland, wie meine Gebetsstätte sind. Und eine davon ist Speyer. Und es war so bestimmt 7, 8 Tage, wo ich alle Tage hingegangen bin, in diese Stadt, um zu beten. Ich spürte, wie Gott mich ruft. Aber das war so eine Zeit, nach 7, 8 Tagen ging es mir nicht so gut. Und weißt du, man hat auch menschlich Probleme und vielleicht in der Leiterschaft und die Gemeinde Probleme und körperlich Probleme. Und ich spürte, wie Gott sagt, geh noch weiter. Und 3 Tage bin ich nicht hingegangen, weil ich einfach mal so schwierig war. Und am 4. Tag habe ich den Eindruck gehabt, ich soll nochmal hingehen. Und ich ging nochmal hin. Und ich war dort am Rhein. Ich vergesse es nicht. Und plötzlich hatte ich eine Vision. Und ich sah eine ganze Reihe Engel stehen. Und ich sah sie dieses Mal ganz nah, ihr Gesicht. Und da war der Engel da, vorne gestanden. Ich habe ihn angeschaut. So diese Heiligkeit aus dem Gesicht. Und er weinte. Und er weinte. Und ich sagte, warum weinst du? Er sagte, weißt du, wir sind schon tausende Jahre hier. Und jedes Mal erleben wir, wie Gott Christus schickt zu beten. Und wir können uns bewegen, wir können das machen. Und dann plötzlich haben sie es vergessen, sie sind nicht mehr gekommen. Und wir konnten es nicht mehr bewegen. Wir sind so froh gekommen, bis wir haben 2 Tage geweint, weil du nicht gekommen bist. Und als ich diese Vision sah und ich stand vor diesem Engel und diese würdige geistliche Persönlichkeit. Ich sah seine Traurigkeit, ich sah seine Tränen runtergehen, weil ich nicht gekommen bin. Es hat etwas in meinem Leben verändert. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte gehen. Ich möchte nicht auf mich schauen, ich möchte gehen. Ich möchte gehen, weil Engel, die bewegen sich nicht, wenn wir nicht beten. Wenn wir für uns beten, passiert ganz wenig. Wenn wir auf diese Ebene gehen, wenn Gott uns in Städte schickt, wenn Gott uns in Orte schickt zu beten, auch wenn wir manchmal nicht sehen, in der unsichtbaren Welt bewegt sich etwas. Es bewegt sich etwas. Hast du Lust, dass sich etwas bewegt? Oder bist du Friede mit dieser Situation? Ich kann das sagen, wenn wir nichts bewegen, zur Zeit wird das Dämonische sehr stark sich bewegen. Und die Zeit, ja, ist gezählt. Und ich möchte sagen, so das Negative hat sich so entwickelt, so schnell entwickelt über dieses Land. Es ist Zeit, dass die Christen aufwachen. Es ist Zeit, dass die Christen auf diese Ebene kommen, wo sie da oben sind und wo sie Gemeinschaft haben, wo auf diese Ebene der Engel. Und sie sehen, wenn sie anfangen zu beten, dass Engel freigesetzt werden. Wir müssen aufhören mit unseren Programmen, wie sich immer wieder kümmern um unsere Person. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Reich Gottes. Und wenn du im Gehorsam Gottes bist, und wir sehen, wie dieser übernatürliche Gott sorgt für dich, und er bekümmert sich um dich. In Jesu Namen. Kannst du dir vorstellen, dass es Engel gibt, die auf dich warten? Die sind abgestellt für dich. Die sind abgestellt, wenn der Heilige Geist sagt, und wenn es abends 12 Uhr ist und die Stadt ist vielleicht so dunkel, geh, lauf. Geh beten durch deine Stadt. Und du wirst sehen, diese Engel werden mit dir gehen. Und du wirst sie spüren. Und wenn du nicht gehst und ja, es ist vielleicht gefährlich, vielleicht das und jenes, dann wirst du sehen, du wirst diese Engel nicht mehr so spüren. Sie werden so wie in den Hintergrund gehen und sie warten drauf. Ich habe einen Wunsch heute Abend, eine Bitte. Ich möchte, dass du diese Engel kennenlernst, wie abgesetzt sind für dich. Ich war vor 2 Jahren in Mallorca. Ich war ein paar Tage vor der Konferenz dort, um zu beten.
Meine Frau hat sich schon gelegt, ich wollte mich auch gerade legen. Es war so 12 rum und spürte, wie der Heilige Geist sagt, nein, geh raus. Ich bin rausgegangen in so eine kleine Stadt, bin rumgelaufen und der Heilige Geist sagt, sitze mich da auf die Bank. 12:30 in Mallorca auf der Bank sitze, ganz allein, ja, mich hingesetzt. Und nach einer Weile spürte ich, der Engel sitzt auf der Bank. Und ich merkte, das ist ein großer Engel, ein starker Engel. Und ich habe so gesagt, kann ich mit dir kommunizieren? Sagt ja. Und ich sagte, meine Dummheit vielleicht, du hast wahrscheinlich viele Erfahrungen, du hast wahrscheinlich viel erlebt. Und sagt er, ja. Und sagt er, ich war jahrelang der Leibwächter von Jesaja. Das hat mich total getroffen. Und er stand nebendran. Und sagt, aber ich bin diese Woche da, wegen dir. Ich bin diese Woche da, wegen dir. Begegnung mit Engeln sind normal. Verstehst du? Es ist nicht normal, wenn Christen keine Kontakt oder keine Gemeinschaft mit Engeln haben. Wenn man es nur Theorie erlebt. Sondern die Zeit wird zurückkommen und sie muss zurückkommen. Gestern Abend, vielleicht haben es einige gemerkt, habe ich diese Gottesfeiers, von diesem Gottesfeiers gesprochen. Und dann hat mir der Herr gesagt, Piero, sagen die Leute, sie sollen sich vorstellen, diesen Berg, wo Feuer auf ist, dieser Gottesfeiers, ob sie Sehnsucht haben, Gott zu begehen, auf diesen Berg zu gehen. Und im Moment, wo ich es gesagt habe, wurde etwas freigesetzt im Raum. Vielleicht haben es einige gespürt. Plötzlich kam die Gegenwart Gottes. Heute Abend möchte ich, dass diese selbe Gegenwart Gottes kommt, aber für Engel. Für Engel. Ich möchte jetzt ganz ehrlich eine Frage stellen, oder Gott möchte dir die Frage stellen. Hast du diesen Glauben, ganz persönlich, dass Gott dich ruft, auf diese Ebene zu gehen, Zeiten zu haben, wo du vielleicht an Orten, an Straße gehst und du betest, weil du weißt, Gott hat dir jetzt diesen Auftrag gegeben. Und Engel werden mit dir gehen. Es ist nicht für jede Ebene, für jeden Mann Sachen, aber hast du heute Abend diesen Glauben tief in dir drin, dass Gott dich ruft, dass du weißt, es ist etwas mit deiner Berufung, dass Engel mit dir werden gehen. Also wenn du jetzt heute Abend da bist oder hier und du hast ganz tief in dir drin, die Gewissheit, das hat mit deiner Berufung etwas zu tun. Und Gott wird dich rufen, das zu machen. Mache jetzt nichts anderes als aufstehen und stell dich vor Gott. Steh nicht auf, weil jemand anders aufsteht, sondern steh auf und stell dich vor Gott. Und bleib vor Gott stehen im Moment. Und ich werde beten, dass du diese Engel kennenlernst, wie mit dir werden gehen. Die Engel, wie für dich abgestellt sind, für ganz besondere Orte, für ganz besondere Zeiten. Engel, wie manchmal dir dienen werden, wenn du so in den Krieg reingehst. Hab keine Angst. Das, was geschieht, ist etwas im Geist drin. Manchmal, wenn Engel dich berühren, gehen Sachen weg, wie Gott weg will haben. Und seine Heiligkeit berührt dich jetzt. Wenn Engel vom Thron Gottes runterkommen auf Erde, und sie berühren Menschen, da kommt ein Stück von dieser Herrlichkeit auf dich. Es kommt auf dich jetzt. Es kommt jetzt auf dich. Es kommt jetzt. Ich möchte, dass du jetzt lernst, kennenlernen die Gegenwart von Engeln. Was es ist, wenn ein Engel im Raum ist, wo du gerade am Beten bist. Wo ein Engel bei dir steht, wenn in Situationen du bist, an Kreuzungen bist und du weißt nicht, wie es weitergeht in deinem Leben.
wird dieser Engel kommen, wird er Wegweisungen geben. Wow, es kommt. Ist jemand, du spürst, wie so eine Wärme über deinen ganzen Rücken kommt. Es ist so, wie dieser Engel hinter dir steht und sagt, geh, mein Kind, du wirst gehen. Wo du hingehst, werde ich hinter dir gehen. Ich werde mit dir gehen. Ich werde mit dir sein. Es kommt. Es kommt. Ich sehe gerade jemand, wie ein Engel bei dir steht. Und hat ein Schwert in der Hand, ein richtiges, großes Schwert. Und so wie der Herr dir sagt, berühre mein Schwert. Wenn du da bist und du spürst, du bist es, dann berühre dieses Schwert. Es ist wie etwas deine Hand berühren wird. In deine Hand wird etwas reingehen, wie dieses Schwert, diese Autorität vom Schwert. Und der Herr sagt dir gerade jetzt, du wirst manchmal so die Hand strecken. Und es ist dieselbe Autorität, wie dieser Engel in seinem Schwert hat. Du wirst manchmal nur so deine Hand strecken und du wirst sehen, wie etwas passiert in der unsichtbaren Welt. Weil dieser Engel heute Abend mit seinem Schwert deine Hand berührt, du berührst gerade jetzt. Das Schwert von diesem Engel ist da. Möchtest du das? Dieses Schwert küssen, dass es deine Liebe berührt? Hör zu, wenn du gerade im Geist bist und du spürst diese Engel, dann lass dieses Schwert gerade deine Liebe berühren. Und du sollst wissen, du wirst eine Autorität bekommen durch deine Worte. Du wirst Sachen aussprechen und der Engel wird da sein, er wird sie sofort erfüllen. Hör zu. Ich sage es nochmal, weil du wirst es erleben. Du wirst Worte aussprechen und im selben Moment wirst du erleben, wie es geschieht, weil der Engel es machen wird, weil er deinen Mund berührt hat heute Abend. Lass die Engel gerade jetzt dich berühren. Schau nicht auf Umstände her, sondern hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Hab Gemeinschaft mit diesem Engel, wie da ist, hinter dir. Hab gerade Gemeinschaft mit ihm. Lass dich von nichts verstören. Es sind drei Leute hier, die haben Probleme in ihrem Bauch, Unterleib und Magen. Hör zu, wenn du es willst, wird dieser Engel jetzt sein Schwert auf dem Bauch legen. Und du wirst sehen, wie jetzt dein Unterleib berührt wird. Du wirst sehen, was diese Schmerzen in dem Bauch hast, die werden jetzt aufhören. Es werden aufhören. Danke, Herr, dass Engel auf dieser Ebene mit uns werden sein, dass wir sie kennen werden lernen. Dass es normal ist. Herr, ich rufe Männer und Frauen, wie das in heute Abend einige in diese prophetische Gebetsarmee gehen. Dass sie die Klagemauern nicht mehr berühren werden. Weil sie wissen, sie haben einen Gott, der wird ihnen alles geben, was sie brauchen. Alles, alles, alles und alles. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Oh, wow. Ich sehe gerade, ich bekomme gerade dieses Wort, müde Beine werden wieder fit gemacht. Es geschieht gerade jetzt. Müde Beine werden fit gemacht. Wie schön die sind, diese Füße, die das Evangelium bringen. Deine Beine werden dich hintragen, Orte. Das, was die Schwester vorher gemacht hat, wie sie so rumgelaufen ist, ist nur das gewesen. Müde Beine werden wieder fit werden. Mehrere Leute, die in der letzten Zeit Schmerzen gehabt haben in ihren Beinen,
Gott berührt sie. Du wirst wieder gehen. Du wirst wieder durch Straßen, durch Städte laufen. Und Gott wird mit dir gehen, er wird mit dir sein. Danke, Herr, dass du ein großer und guter Gott bist. Und Vater, so wie ich bete, heute Abend möchte ich beten, dass einige von diesen, die da sind, Begegnung mit Engel werden haben die nächsten Tage, außer diesem Gebäude, wenn sie draußen sind. Wenn sie beten, spazieren gehen, wie Engel wird ihnen vielleicht Sachen zeigen, sie werden mit dir gehen. Und danke, Herr, dass wir einen Tag riesige Versammlung werden haben. Und es werden so viele Engel da sein wie Beter. Und die Herrlichkeit Gottes wird da sein. Und die dämonischen Mächte werden sich fürchten, weil sie die Engel sehen werden. Weil sie die Engel sehen werden. In Jesu Namen. Komm, atme jetzt noch gerade einen Moment auf. Ist auf euch hier. Du darfst dem Engel sagen, ich möchte dich mehr kennenlernen. Du darfst ihm sagen, ich möchte mehr von dem. Viele, die da sind, dieser Engel, der wie da ist bei dir, der wird öfters, dieser Engel wird öfters bei dir sein. Wenn du in dieser Ebene bleibst und in diese Ebene gehst, es ist normal. Es ist normal. Atme es ein. Wir haben einen guten Gott. Lass uns im Moment in der Gegenwart Gottes sein. Lass uns verbunden sein mit Gott. Fang nicht an zu beten für deine Sache, sondern fang an zu beten für diese unsichtbare Welt. Für Erweckung. Für Reich Gottes. Und wir sehen, du wirst ganz lang diese Gegenwart von Engeln spüren. Deine Nähe füllt die
Ja, da ist Heilung für dein Volk.
Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebtes Kind. Mein und ich bin dein. Du bist mein und ich bin dein. Oh,
wirst fruchtbar sein, meine Tochter. Wir suchen Angesicht.
Danke dem Herrn, dass du seine Liebe empfangen darfst diese Woche, dass du sie mit nach Hause nehmen kannst, seinen Mantel der Liebe. Herr, wir danken dir für diesen wunderbaren Abend, dass wir deinen Engeln begegnen. Du mit uns Geschichte schreiben möchtest, dass wir uns dir ganz hingeben dürfen, unser ganzes Leben, Herr, soll dir geweiht sein. Bete auch für alle Täuflinge, dass du sie ganz mächtig segnest und führst morgen. Söhne und Töchter der Erweckung sollen sie heißen. Beten für diese Nacht. Sei bei uns, Heiliger Geist. Sei bei uns, Vater. Sei bei uns, Jesus. Seid bei uns, ihr Engel. Und das Blut Christi sei bei uns und deine Herrlichkeit sei bei uns.